Jetzt in diesem Moment bist du total frei. Sei nicht im Konflikt mit deinen Gedanken und dem Selbst. Ohne Konflikte gibt es keine Gedanken. Gedanken erscheinen nur, weil es Konflikt gibt. Mit Konflikt meine ich, du sorgst dich darüber, wie du deine Gedanken loswerden kannst. Du praktizierst Sadhana, Meditation, Pranayamas, Japa. All dies schafft Konflikte. Denn sagst du damit nicht, ich tue das, um frei zu werden. Ich mache diese Dinge wirklich, um frei zu werden? Darin liegt der Konflikt. Denn du bist schon frei und befreit. Wenn du dir also die Information gibst, dass du etwas tun musst, um befreit zu werden, dann entsteht sofort ein Konflikt. Und das ist dein einziges Problem. Das ist dein Konflikt. Und er kommt aus deiner Programmierung als Kind, von Samskaras aus vorherigen Existenzen. Dinge, die du mitgebracht hast, Gewohnheiten, die du in dir trägst und von denen du glaubst, das seist du. Daher kommt der Konflikt. Dann sagst du dir, ich bin ein menschliches Wesen. Ich bin nur ein zerbrechlicher Körper. Ich muss manchmal leiden. Manchmal muss ich glücklich sein. Das sind alles Lügen. Es gab nie ein Ich, das leiden muss. Es gab nie ein Ich, das glücklich sein muss. Da ist niemand in dir, der glücklich oder unglücklich zu sein braucht. Das ist alles Betrug. Jedes Mal, wenn du versuchst, negative Konditionierung mit positiver auszutauschen, verursachst du Konflikte. Aus diesem Grund helfen Psychologie und Psychiatrie auch nicht. Denn sie versuchen, dich normal zu machen. Wer will schon normal sein? Wie langweilig. Die Wahrheit ist, wünsche dir nicht, irgendetwas zu sein. Wünsche dir nicht, irgendetwas zu werden. Es gibt keine Zukunft, in der du irgendetwas werden könntest. Genau in diesem Moment bist du das eine. Und es gab nie etwas anderes. Genau in diesem Moment bist du total frei, ohne einen Gedanken zu denken, ohne zu versuchen, irgendetwas zu erreichen. Versuche nicht einmal, deine Gedanken zu verändern oder sie zu stoppen. Denn wie kannst du etwas stoppen oder verändern, das nie existiert hat? Kannst du deinen Konflikt jetzt sehen? Du versuchst etwas zu korrigieren. Du versuchst etwas zu tun. Doch dieses Etwas existiert nicht. Und das, was du zu korrigieren versuchst, existiert ebenfalls nicht. Was du zu ändern versuchst, existiert nicht. Du kommst nicht weiter. Darum sage ich dir so oft, lass alles sein. Sei nicht dafür oder dagegen. Beurteile nicht. Sei nichts. Und du bist alles. Warum kommen die meisten von euch zum Satsang? Solange ihr einen Grund dafür habt, ist es der falsche Grund. Es sollte keinen Grund geben. Es sollte keinen triftigen Grund geben, warum ihr zum Satsang kommt. Denn wenn ihr euch an das erinnert, worauf ich hinweise, dann werdet ihr sehen,
dass jeder Grund falsch ist. Denn der Grund, weshalb er zum Satsang kommt, existiert überhaupt nicht. Er sagt, er kommt zum Satsang, um erleuchtet zu werden, die Wahrheit zu erfahren. Wer muss die Wahrheit erfahren? Wer muss erleuchtet werden? Er kommt, um mit mir zu sitzen. Ihr könnt immer mit mir sitzen, wo auch immer ihr seid. Damit will ich sagen, sucht nicht nach Gründen, aus denen ihr etwas tut. Wenn ihr aufhört mit dem Begründen, dem Ehrgeiz, wenn ihr anfangt, all eure sogenannte Macht hinzugeben, eure menschliche Macht, die ihr zu besitzen meint, dann beginnt der Verstand langsamer zu werden. Der Verstand wird nie langsamer werden, wenn ihr versucht, ihn langsam zu machen. Es ist egal, welche Methode ihr benutzt, ob ihr eine Meditation macht oder atmen, was auch immer. Welche Methode auch immer ihr benutzt den Verstand. Es ist der Verstand, den ihr immer noch benutzt. Darum gelangt ihr damit nie irgendwohin. Ihr müsst den Verstand benutzen, was immer ihr tut. Hört deshalb auf, irgendetwas zu tun. Ich weiß, viele von euch praktizieren seit 25 oder 40 Jahren Sadhana, machen verschiedene Meditationen, gehen zu Lehrern, lesen viele Bücher. Und was wird aus euch? Ihr habt ein gutes Gefühl, dann geht es wieder weg und ihr seid wieder da, wo ihr angefangen hattet. Das Einzige, was ihr tun müsst oder sollt, ist mit nichts im Konflikt zu sein. Seid nicht im Konflikt mit irgendetwas oder irgendwem. Dann fängt der Verstand an, sich hinzugeben. Und geht zurück ins Herz. Und ihr werdet euer Selbst. Das ist das Einfachste, was ihr je zu tun hattet. Es ist pure Einfachheit. Es ist pure Einfachheit, weil ihr nichts zu tun braucht. Ihr müsst nichts werden. Ihr müsst niemanden ändern. Du bist das. Analysiere nicht, was ich sage. Stimme dem nicht einmal zu. Sei einfach offen. Öffne dein Herz, indem du still bist. Schweigsam. Erlaube den Gedanken zu kommen. Versuche nicht, sie anzuhalten. Beurteile deine Gedanken nicht. Analysiere die Gedanken nicht. Versuche nicht, sie zu verändern oder wegzumachen. Das wird dich wieder in Konflikt mit den Gedanken bringen. Beobachte deine Gedanken nicht einmal. Sei nicht einmal der Zeuge deiner Gedanken. Warum? Weil es in Wirklichkeit keine Gedanken gibt. Die Gedanken, die du zu denken denkst, sind eine Täuschung. Sie sind eine falsche Vorstellung. Siehst du nicht, dass alles, worüber du nachdenkst, unwahr ist? Es gibt keinen Denker und keine Gedanken. Warum hast du dich also dein ganzes Leben lang all diesen Übungen unterzogen? Es ist wie mit dem Menschen im Ozean, der sich auf die Suche nach Wasser macht. Wach auf. Sei frei, sei du selbst. Du bist die Freude der Welt, das Licht, das in der Dunkelheit scheint. Du bist ein Segen für das Universum.
liebe dich selbst. Wenn du dich selbst liebst, liebst du Gott. Vergiss die Vergangenheit. Halte dich nie in der Vergangenheit auf. Denke daran, Zeit und Raum existieren nicht. Wenn Zeit und Raum nicht existieren, dann kann es weder Vergangenheit noch Zukunft geben. Denn bei Vergangenheit und Zukunft geht es um Zeit und Raum. Und wenn es Zeit und Raum nicht gibt, dann kann es unmöglich Vergangenheit und Zukunft geben. Wer denkt also an die Vergangenheit? Wer denkt an die Zukunft? Sogar zu sagen, das Ich tut es, der Ich-Gedanke, ist nur etwas für Anfänger. Selbstbefragung ist sehr wichtig. Verstehe mich nicht falsch, aber der Tag muss kommen, an dem du über die Selbstbefragung hinausgehst, an dem du realisierst und verstehst, dass es überhaupt keinen Ich-Gedanken gibt. Er hat nie existiert. Darum musst du ihn auch nicht loswerden. Du musst nichts loswerden, weil nichts existiert. Du bist totale Freiheit. Genau in diesem Augenblick. Genau in dieser Minute.